Bevor man überhaupt anfängt, finde ich, sollte man irgendetwas Weiches runterlegen, damit man nichts verkratzt. Ein ganz kurzes Video dazu, wie ihr das Laufwerk der PlayStation 5 Slim wechseln könnt, weil bei der Slim könnt ihr es ja wechseln. Erstmal die Blende, wo das Laufwerk ist, hier oben anziehen. Ihr hört es schon einmal, dieses Geräusch. Dann hier nochmal auf der Seite. Und schon habt ihr das Teil, macht nichts kaputt. Also wie gesagt, auf der Seite, wo auch das Disklaufwerk ist, einfach abziehen. Und dann hat man hier das Laufwerk, das man einfach abziehen kann. Und zwar einmal umgedreht, dann seht ihr hier auch schon einen kleinen Pfeil. Einfach hier mit dem Finger rein und es lässt sich super einfach rausziehen. Das sind zwei Stecker, einmal hier, die zwei hier, mit denen man einrastet. Ne? Ganz einfach und auf der Seite. Ihr kommt nicht aus, ihr könnt eigentlich nichts kaputt machen. Super easy. Und dann natürlich, ja, was machst du jetzt damit? Die Blende wieder drauf oder austauschen oder du hast eine neue Blende. Ansonsten bleibt es halt jetzt so. Aber ich möchte die austauschen mit meiner Pro. Und das mache ich jetzt gleich mal. Weil ihr vielleicht ja wisst, die Pro hat kein Laufwerk. Und der verpasse ich jetzt ein neues Laufwerk. Auch wieder das gleiche Spiel. Immer oben an der Oberseite. Hier einmal rein. Bin hier drinnen. Super easy. Und schon kann man die Blende natürlich auch mittauschen. So habe ich jetzt eine Slim normal mit einer Pro getauscht. Und schon hat meine Pro ein Laufwerk. Nice, super easy, das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike.